Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel von 3D Printing to You. Wir zeigen euch in diesem Video Tipps und Tricks über den Aufbau der aktuellsten Version des Arnet A8. Erworben haben wir den Drucker für rund 140 Euro bei Gearbest über die Germany Priority Line, so kommen auf euch keine zusätzlichen Versand- oder Zollkosten zu. Auf unsere Lieferung mussten wir gute 3 Wochen warten. Die Ware kam bei uns sehr gut verpackt und in einwandfreiem Zustand an. Da es schon eine Menge sehr genauer Videos über den Zusammenbau gibt, zeigen wir euch nur einen Schnelldurchlauf und werden an entsprechenden Stellen auf neue Bauteile hinweisen, die sich in der neuesten Version des Arnet A8 geändert haben, und wollen euch mit hilfreichen Tipps den Aufbau vereinfachen. Über die Verkabelung und Überprüfung der Elektronikkomponenten haben wir ein Extra-Video erstellt. Da die Optimierung der Verkabelung zu einer enormen Erhöhung der Sicherheit und des Brandschutzes beiträgt, raten wir euch auf jeden Fall dazu, diese Nacharbeiten an eurem Drucker vorzunehmen. Kommen wir zu unserem ersten Tipp. Im Laufe des Zusammenbaus des Druckergestells werdet ihr sehr häufig kleine Muttern in vorgefertigten Schlitzen versenken müssen, um das Gestell anschließend verschrauben zu können. Hier könnt ihr im Video sehen, wie wir die Muttern ganz einfach mit ein wenig Malerkrepp in den entsprechenden Schlitzen von einer Seite fixiert haben. Das ist besonders bei Bauteilen, in denen mehrere Muttern versenkt werden, von Vorteil. So fallen euch die Muttern beim Zusammenschrauben nicht heraus und ihr könnt die Schrauben ganz einfach von der entgegengesetzten Seite festziehen. Das Malerkrepp kann natürlich nach dem Zusammenschrauben ohne Rückstände problemlos wieder entfernt werden. Dabei müsst ihr lediglich beachten, das Klebeband nicht über den Rand hinaus aufzukleben, sonst wird das beim Zusammenschrauben festgeklemmt und ihr bekommt es nicht mehr vollständig heraus. Bei der Montage des Y-Riemens solltet ihr zuerst ein Ende leicht in der Plastikbefestigung fixieren und beachten, dass die Zähne des Riemens Richtung Boden zeigen. Den Drucker könnt ihr zur einfacheren Montage hinlegen und die Heizplattenhalterung zum Beispiel mit einem Schraubenschlüssel stützen. Habt ihr den Riemen durch die Führungsrollen gefädelt, solltet ihr erst einmal genau darauf achten, dass die Riemen parallel übereinander liegen. Ist dies nicht der Fall, richtet das befestigte Ende noch einmal erneut aus. Im Video könnt ihr erkennen, wie die Riemen über die gesamte Strecke genau übereinander verlaufen. Ist dies auch bei euch der Fall, kann die obere Halterung fest verschraubt werden. Denkt daran, bei der Befestigung des zweiten Endes genug Spannung auf dem Riemen aufzubauen, sonst wird es später zu Fehlern in eurem Druckbild kommen. Der Riemen kann am Ende mit der beigelegten Zange auf die entsprechende Länge angepasst werden. Im Internet liest man des Öfteren, dass der Alu-H-Träger andersherum montiert werden soll, damit der Riemen gerade verläuft. Wir persönlich denken, dass dieser kleine Höhenunterschied vernachlässigbar ist und die richtige Spannung des Riemens wichtiger. Direkt weiter geht es mit der Montage der Z-Motoren. In der Darstellung ist der Lieferzustand der Z-Motoren mit angebauter Kupplung skizziert. Würde in diesem Zustand die Gewindestange in der Kupplung befestigt werden, treffen die Flächen der Motorachse und der Gewindestange aufeinander,
So kann das Gelenk seine gewünschte Wirkung später nicht entfalten und Probleme im Betrieb entstehen. Bevor ihr also den Z-Motor anbaut, löst erstmal die Kupplung vom Motor und schraubt sie wieder weiter oben an. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Achse ca. 5 bis 10 mm in der Kupplung versenkt wird. Das gleiche gilt später auch für die Befestigung der Gewindestange. So habt ihr sichergestellt, dass im Betrieb genügend Luft zwischen den Stangen vorhanden ist und das ganze System beweglich ist. Mit Hilfe eines Messschiebers könnt ihr die Abstände einfach kontrollieren und im Lieferumfang findet ihr außerdem einen kleinen Imbusschlüssel, mit dem ihr die Mahnschrauben lösen könnt, um die Kupplung zu verstellen. Bei der Befestigung der X-Achse solltet ihr zunächst beachten, ob eure Achsenhalter im Spritzguss gefertigt oder gedruckt sind. Auf diesem Bild erkennt ihr den Unterschied der beiden Halterungen. Links eine gedruckte und rechts eine spritzgegossene Halterung. An 3D gedruckten Teilen ist deutlich der stufenweise Aufbau erkennbar und spürbar. Hier sollten keine Probleme beim Durchschieben der X-Achsen entstehen und es kann nach älteren Videoanleitungen vorgegangen werden. Bei unserem Drucker und allen neueren Modellen werden spritzgegossene Halterungen geliefert. Ihr erkennt diese anhand einer sehr glatten Oberfläche. Ein einfaches Durchschieben der X-Achsen war bei uns nicht möglich. Die Achsen konnten nur mit Hilfe eines Hammers montiert werden. Habt ihr die Halterung also bereits an der Z-Achse, entfernt diese wieder. Eine Montage mit bereits montierten Achsenhalterungen war in unserem Fall unmöglich. Achtet auch hier wieder darauf, zunächst die Mahnschrauben mit Hilfe des Inbus aus der Halterung zu entfernen. Als weiteren Tipp könnt ihr versuchen, die Kugellager aus den Achsenhalterungen zu entfernen, denn durch das Hämmern könnte es zu Schäden am Kugellager kommen. Eine weitere sinnvolle Alternative wäre es, die Halterung durch Aufbohren zu weiten. Die Stangen werden ja später durch die Mahnschrauben fixiert. Um die X-Achsen zusammenzubauen, nehmt ihr euch nun zunächst eine der passenden Stangen. Steckt zuerst eine der X-Achsen in die Halterung und hämmert diese bis zum Anschlag in die Halterung herein. Vergesst nicht, die Lager für den Extruder auf die Achsen zu schieben. An die obere Stange kommen zwei Lager. Die Oberseite erkennt ihr anhand der goldenen Gewindemutter an den Halterungen. Den gleichen Prozess wiederholt ihr nun mit der unteren Achse. Auf dieser wird nur ein Lager für den Extruder geschoben. Im nächsten Schritt muss die zweite Halterung auf die beiden X-Achsen gehämmert werden. Achtet darauf, dass das Kugellager außen liegt. In unserem Fall war einiges an Gewalt nötig, um die Halterung auf das richtige Maß zu bekommen. Es ist dabei nichts kaputt gegangen. Sinnvoll ist es auch, eine dämpfende Unterlage wie zum Beispiel eine Korkplatte zu verwenden, um so die Plastikhalterungen zu schonen. Messt des Öfteren den Abstand zwischen den Mittelpunkten eurer Z-Lager. Bei unserem Drucker war der Abstand zwischen den Führungsstangen 42,5 cm. Wir haben dabei immer von Mittelpunkt zu Mittelpunkt gemessen. Messt während des Hämmerns lieber etwas öfter nach, nicht dass der Abstand zu klein wird und ihr eine der Halterungen wieder lösen müsst. Es könnte ziemlich schwer werden. Eine Idee hatten wir noch, aber leider nicht das passende Werkzeug zur Hand. Wenn jemand sehr große Schraubzwingen zu Hause zur Verfügung hat, kann er versuchen, diese zu verwenden, um die Halterung zusammenzudrücken.
Testet bei Erreichen der richtigen Länge eurer X-Achse die Konstruktion auf Gleitfähigkeit. Sie sollte sich ohne größeren Widerstand rauf und runter bewegen lassen, ansonsten werden eure Motoren die nötige Kraft nicht aufbringen können. Ein Beispielvideo, wie das Ganze klingt und aussieht, wenn der Abstand zwischen den X-Halterungen zu groß ist, haben wir auch hochgeladen. Bei der Befestigung des X-Motors an der spritzgegossenen Halterung werden vier Schrauben der Größe M3x20 benötigt. In älteren Videoanleitungen mit gedruckten Halterung werden drei M3x25 benötigt. Der Motor wird von hinten an der Halterung befestigt. Beachtet dabei, dass die Klemme für den Kabelanschluss nach unten zeigt. Auch die Position des X-Stops hat sich bei den neuen Spritzgusshalterungen verändert. Und zwar muss der X-Stop jetzt folgendermaßen auf der Z-Achsenführung befestigt werden. Die Schaltwippe zeigt dabei nach vorne und in Richtung des Extruders. Außerdem müsst ihr die Schrauben M2,3x10 zum Befestigen verwenden. Im Aufbauvideo von David Dan seht ihr, wie er eine Kabelhalterung am oberen rechten Eck des Rahmens befestigt. Damit der Extruder später jede beliebige Position erreichen kann, müsst ihr ihn knapp über der Bauplattform ausrichten und in diesem Fall ganz nach links schieben. Jetzt ist allerdings zu erkennen, dass die Kabellänge später zum Motherboard nicht mehr ausreichend ist. Das Problem könnt ihr einfach lösen, indem die Halterung links oben am Drucker befestigt wird. Hierzu schiebt ihr den Extruder knapp über der Bauplattform ganz nach rechts und simuliert somit den Extremfall der weitesten Auslenkung. Die Bauplattform sollte dabei an allen vier Schrauben, soweit es geht, nach unten geschraubt werden, damit sie fest positioniert ist. Wird das Kabel oben links befestigt, seht ihr, habt ihr viel mehr Kabellänge am Motherboard zur Verfügung und das Befestigen der Clips wird euch später leichter fallen. Zusätzlich empfehlen wir noch eine Kabelhalterung am Extruder, damit das Kabel gerade bei höheren Bauteilen nicht euren Druck stört. Hierzu haben wir eine Schraube der Extruderhalterung verwendet. Es kann sein, dass ihr zum Befestigen eine etwas längere Schraube braucht, da die beigelegten Schrauben sehr kurz sind. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wird euch den Aufbau erleichtern. Wir wünschen euch viel Spaß mit eurem Arnet A8. Fragen könnt ihr gerne in die Kommentare oder auf unsere Facebook-Seite schreiben. Wir probieren alle Fragen zu beantworten. In nächster Zeit wollen wir noch weitere hilfreiche Videos und Upgrades auf unserem Channel veröffentlichen.